Hi Leute, hier ist KleinGamer1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Feuerwehr 2014, die Simulation. Wir sind im Moment mit dem RTW Florian 5 unterwegs und müssen uns jetzt rasch nach Visabon machen und die verletzte Person, die da bei einem Fahrradunfall, die Frau, die sich da verletzt hat, ins Krankenhaus, ins St. Nimmerleins Krankenhaus nach Visabon zu bringen. Also flott einmal rüber jetzt hier nach Visabon und direkt ins Krankenhaus. Das ist jetzt der zweite Einsatz in der heutigen Schicht. Als erstes haben wir eine stark alkoholisierte Person von der Stadtautobahn geholt. So, ist auch mal Zeit, Licht anzumachen. Und jetzt haben wir noch 4 Minuten 50 Sekunden gleich Zeit, um bis zur St. Nimmerleins Klinik zu kommen. Also noch auf jeden Fall genug Zeit. Trotzdem sollten wir uns beeilen, damit die Person möglichst rasch dort ankommt in der Klinik. Im Krankenhaus. Ich sage immer Klinik, ich meine ein Krankenhaus. Das macht, glaube ich, schon nochmal einen Unterschied, ob man da jetzt Klinik meint oder Krankenhaus. Das ist ja schon nochmal was anderes, glaube ich. Aber so genau kenne ich mich da nicht aus. Auf jeden Fall sind es 2 unterschiedliche Wörter. Ich glaube, das ist auch nochmal ein bisschen unterschiedlich. Ob man jetzt in der Klinik ist oder in einem Krankenhaus. So, gleich sind wir da. Unsere Kollegin ist wahrscheinlich wieder ganz aufgeregt, dass alles ganz schnell gehen muss. Da hat es natürlich auch recht, dass es schnell gehen soll. Denn man weiß ja nie, was die Person hat. Das wissen wir ja nicht. Es kann auch was Schlimmes sein, deswegen sollte sie auf dem schnellsten Weg ins Krankenhaus kommen. So, wir sind aber ganz relaxed und passen hier schön auf, wie wir fahren und geben unser Bestes, dass wir möglichst schnell dort ankommen, aber auch sicher natürlich. So, wir wollen natürlich nicht jetzt hier auf dem Weg einen Unfall bauen. So, Florian, die verletzte Person ist erfolgreich im Krankenhaus abgeliefert worden. Melde den Einsatz und hiermit ab. Wir können zurück zur Wache kehren. Wir haben jetzt 21.40 Uhr. Also noch ein bisschen weniger als 11 Stunden Dienst. Fahren wir wieder in der Innenansicht. So, Motoröl hatten wir bis jetzt immer noch nicht, dass es irgendwie leer war. Mal gucken, ob wir das irgendwann nochmal haben werden, aber ich weiß echt nicht. Was hier wieder los ist. Ich weiß echt nicht, wie das Motoröl leerer werden. Also irgendwie das. Hab gerade gegen das Mikro gehauen. Wie das Motoröl irgendwie mal auf den Stand kommen kann, dass man das irgendwie mal auffüllen müsste oder so. Keine Ahnung. So, da kommen wir wieder rüber zur Feuerwache in Meyersfeld. Meyersfeld. Zur guten Feuerwache in Meyersfeld. So. Hier, falls ihr mal wisst, wie das ist, dass das Motoröl mal leerer wird oder so, schreibt sie mal bitte in die Kommentare. Vielleicht können wir das ja dann mal bezwingen, sage ich mal, dass wir das auch mal auffüllen. Aber ich könnte mir jetzt keinen Grund ausdenken, wie das passieren kann, dass es mal leer wird. Weil, naja, Motoröl nimmt halt wahrscheinlich also durchgängig immer ein bisschen ab, aber es dauert natürlich auch ganz schön lange. So, die Ampel ist rot, müssen wir warten. Grün. Und ab zur Wache. Die ist ja direkt da vorne. So, einmal nach links rüber auf den Platz hier. Und bereit machen zum Rückwärtsfahren. So, erstmal Türchen öffnen. Ist wahrscheinlich der. Meint es der rote oder der weiße Knopf? Ich weiß es nicht so genau. Ich denke mal, der rote Knopf ist sowas wie Not aus oder so, deswegen denke ich eher, dass es der weiße Knopf ist. So. Wobei so ein Not aus bei so einem Tor. Ich weiß nicht, oder der eine ist für auf, der andere für zu. Hallo. Hallo. So, jetzt haben wir noch 9 Stunden Dienst, dann würde ich sagen, legen wir uns doch mal aufs Ohr. Mal schauen, ob wir heute noch 2 Einsätze kriegen. Weil wir haben ja immer so 4 Einsätze in einer Schicht gehabt. Aber mal gucken. Vielleicht wird es jetzt heute auch nur noch ein Einsatz werden. Wir gucken einfach mal. So, jetzt legen wir uns erstmal hin, sofern wir überhaupt bis dahin kommen. Vorsicht! Oh ja, schrei doch nicht so. Andere Kollegen ruhen vielleicht gerade. So, dann gehen wir mal ins Bett und gucken mal, ob wir jetzt aus dem Schlaf gerissen werden. Wurden wir ja schon lange nicht mehr. Und da werden wir aus dem Schlaf gerissen. Eine Person liegt schon wieder stark alkoholisiert auf der Stadtautobahn. Also hoffentlich nicht direkt auf der Stadtautobahn, sondern wieder auf dem Parkplatz da. Das wäre ein bisschen scheiße, wenn die da mitten auf der Autobahn liegt. So, Feuerwehr bzw. Rettungsdienst ist auf dem Weg. So, der
Der Autofahrer ist ja gleich ausgewichen, wo wir da rausgekommen sind. Sehr gut. So, ja, hoffentlich nicht auf der Stadt oder auf der Straße. Das wäre natürlich so ein bisschen scheiße. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie wieder auf dem Parkplatz liegen wird. Die Strecke kennen wir jetzt, die wir da fahren werden. Da wird es dann aber wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich aber auch der letzte Einsatz jetzt in der Schicht werden. Wir hatten nämlich eben 2 Uhr. Dann haben wir jetzt nur 6 Stunden Dienst. Naja, wir werden wahrscheinlich bis knapp vor Ende, also bis 6 Uhr oder so. Also 4 Stunden jetzt dafür brauchen wir wahrscheinlich so fast. Naja, wobei, vielleicht auch nicht so lange, aber wird jetzt erstmal lange dauern wahrscheinlich, bis wir müssen jetzt nämlich erstmal dahin fahren. Dann müssen wir nochmal eine ganze Runde drehen, um wieder nach Lissabon rauszukommen. Dann durch Lissabon durchfahren. Und dann, ja, das hat dauert dann vielleicht insgesamt schon 4 Stunden. Gucken wir dann mal. Werden wir dann sehen, dann noch ein Einsatz kommt. Weiß ich nicht, dann haben wir mal wieder nur 3 Einsätze in einer Schicht gehabt, wobei das ist jetzt auch nicht allzu schlimm. Wir hatten jetzt auch nicht so viel Zwischenpausen, sage ich mal, zwischen den Einsätzen. So, der vorne würde jetzt nach rechts rüberfahren, deswegen muss man mal nach links auf die Spur. Also der weicht halt gleich aus, auch wenn wir rechts an dem vorbeifahren. So, machen wir den mal auf uns aufmerksam. So, der fährt zur Seite, danke. Kameraperspektive fahren. So, hier sind wir wieder auf der Autobahn 303, also A303. Wobei bleiben wir lieber links, wenn da vorne welche rausfahren dann. Beziehungsweise hier halt auf die Autobahn auffahren, meine ich. So, genau, hier müssen wir dann bald wieder runterfahren, aber jetzt erstmal zum Parkplatz. So, Achtung, Achtung, Rettungswagen, bitte Platz machen. Wir müssen rüber auf den Parkplatz, da steht schon mal das Zeichen für P, also P für Parkplatz. Und einmal runterfahren zum Parkplatz, Ausfahrt Florian 5 nehmen. So. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Und dann gucken wir mal, wo die Person liegt. Wieder hier links. So, dann kommen Sie mit, Sie brauchen dringend ärztliche Versorgung. So, auf dem schnellsten Weg ins Krankenhaus nach Lissabon. Das Fahrzeug von uns ist wieder ordentlich dreckig geworden. Ja. Scheiße. Boah, was ein Manöver hier gerade. Es war halt jetzt so, dass die, weil die ausgewichen sind, alle nach rechts gefahren sind. Deswegen halt da auf den Beschleunigungsstreifen gefahren sind, wo wir dann gerade rausgekommen sind. Naja. Egal. So, jetzt nochmal eine Runde auf der Autobahn. Ihr seht, der Kraftstofftank ist auch wieder bisschen leerer geworden, aber wahrscheinlich unter das so, weil der wird nicht mehr leerer als in der Schicht wahrscheinlich. Also er wird in dieser Schicht wahrscheinlich nicht mehr leerer werden, als wie er zu Beginn der Schicht war. War das so korrekt? Ich weiß es gar nicht. Egal. Wird schon irgendwie gestimmt haben. So, jetzt noch einmal hier um die Kurve. Ein bisschen knapp gerade an der Autobahn, aber an dem Mittelding hier. So. Dann an Brunsdorf vorbei und dann gleich nach Lissabon rüber. Wir haben es gleich geschafft. Gleich sind wir am Ziel. Da ist gerade nicht so viel los hier auf der Autobahn. So, machen wir das Martinshorn schon mal an. Da vorne geht es nämlich für uns runter. Da geht es nach Lissabon. Noch 300 Meter, 200, 100. Oh, da fährt auch noch ein Pickup da vorne jetzt in der Ausfahrt. Orientieren wir uns hier weiter links. Wobei, wir haben ihn nicht mehr, jetzt mehr überholt, bevor es jetzt hier lädt. Und jetzt geht es einmal quer durch Lissabon. So, also beim Fahrzeug. Gucken wir mal, ist da eigentlich eine Uhr irgendwie drin? Wow, wo fahre ich denn hier lang? Mitten durchs Gras? Nee, da ist keine Uhr drin. Naja, wir werden es ja dann gleich sehen, wie viel Uhr wir haben. Aber meint ihr, die Sonne geht schon langsam wieder auf? Ich glaube nicht, oder? Aber es ist schon ein bisschen heller. Es ist schon ein bisschen heller, glaube ich. Ja, das ist wieder ordentlich dreckig geworden, das Fahrzeug. Eieieiei, da werden sich die nächsten freuen, die damit fahren. Dürfen sie erstmal putzen. Also im Rettungswagen muss ja eh immer ordentlich innen geputzt werden, damit halt die ganzen Keime oder so, Bakterien halt da nicht
da im Fahrzeug bleiben und die nächsten Personen, die halt dann wieder damit transportiert werden, sich da anstecken mit dem, was die Person, die davor transportiert wurde, irgendwie hatte. Deswegen muss auch immer schön ordentlich gereinigt werden. Das ist da beim Rettungswagen immer besonders wichtig. Also da ist natürlich auch von außen, die müssen ja immer schön sauberen Eindruck machen. Das ist bestimmt immer sehr wichtig. Also putzen von innen wird da wahrscheinlich mehrmals am Tag gemacht werden. Und auch sogar nach jedem Einsatz wahrscheinlich. So, da sind wir am Sankt-Nimmerleins-Krankenhaus. Und wir haben 6 Uhr morgens. Na, das wird knapp, ob wir noch einen Einsatz kriegen. Noch 2 Stunden Dienst. Wir werden sehen. Ich gehe eher nicht davon aus, dann haben wir in dieser Schicht heute nur 3 Einsätze gehabt. Und da hinten geht die Sonne langsam auf. Dann hatte ich sogar recht, wir haben ungefähr 4 Stunden, das jetzt hat es jetzt gedauert, der Einsatz. So, ah ne, Blinker brauche ich jetzt nicht. Genau, na, ich glaube nicht, dass jetzt noch ein Einsatz kommen wird. Meint ihr, es kommt noch ein Einsatz? Wir haben noch 1,5 Stunden Dienst, also nach 7 Uhr wird es wahrscheinlich eher unwahrscheinlich werden. Wobei, ich glaube, wir hatten auch schon mal um 7:30 noch einen Einsatz, oder? Irgendein Brand oder sowas hatten wir schon mal um 7.30 Uhr oder so. Naja, wir werden es ja dann gleich sehen. Es sind jetzt noch 1 Stunde 15 Minuten. Der Countdown läuft. So, gleich sind wir auf der Wache. Können wir das Fahrzeug noch schön ordentlich parken und dann uns langsam zur Stechuhr begeben. Und dann mal schauen, ob wir noch alarmiert werden. Und nächstes Mal sind wir dann, wie gesagt, wahrscheinlich mit Florian 1, dem ELF bzw. ELW unterwegs. Ich weiß nicht genau, was es ist. Gucken wir dann nächstes Mal. Und Ampel, bitte sei grün, ja. Bleib grün. Ja, wunderbar. Kommen die auch noch drüber? Ja, die kommen auch noch drüber. Beziehungsweise der Mercedes kommt noch drüber. So, nach 50 Minuten Dienst. Melde Fahrzeug frei auf Wache. Oh ja, das ist ja mal hier jetzt was ganz Besonderes. Sonst hatten wir nämlich echt immer 4 Einsätze in einer Schicht. Aber ist halt nicht immer so. Fällt halt nicht immer so viel an. Aber wir hatten jetzt nicht wirklich so Zwischenzeiten, wo wir jetzt nichts zu tun haben. Also wo wir irgendwie Ewigkeiten auf der Wache irgendwie so waren. So. Licht ist aus. Eieiei, wie das aussieht. Lass uns mal schnell den Hochdruckreiniger holen. Sofern der so weit geht. Gucken wir mal. Wir haben eh noch 20 Minuten Dienst. Oh, wenn jetzt ein Einsatz kommt, müssen wir ihn erstmal wegbringen. Damit das Fahrzeug ein bisschen sauberer ist. Das ist aber echt... Mein lieber Mann, das ist ja aber auch echt dreckig geworden. Natürlich könnten wir jetzt auch Überstunden machen. Ja, es kommt kein Einsatz mehr rein. Die Schicht ist hiermit gleich zu Ende für uns. Guck mal den Unterschied an. Das ist ja echt extrem. Machen wir nur hier den hinteren Teil, damit ihr mal seht. Damit man, sieht man den Unterschied richtig extrem dann. Alles senkrecht? Guten Morgen. So, die Nächsten übernehmen jetzt gleich den Dienst. Oh, guck mal hier, der Unterschied ist extrem. Zwischen geputzt und nicht gereinigt. So. Ja, wir könnten jetzt... Ach komm, wir putzen das jetzt noch fertig. Komm, jetzt sind wir gerade dabei. Hätten wir eigentlich gleich in die Waschhalle fahren können, aber... Das Fahrzeug muss natürlich auch schön sauber sein, wenn die Nächsten es übernehmen. Wir wollen ja selber auch nicht, dass wir da so ein richtig versifftes, dreckiges Fahrzeug da bekommen. So, damit die Lampen auch schön leuchten und die vorausfahrenden Fahrzeuge auch die Blitzlichter sehen. So, und schön hier die Motorhaube mit der Aufschrift Feuerwehr reinigen. So, jetzt noch schön hier den Kotflügel. So nennt man das doch, glaube ich. Sehr schön sauber ist das Fahrzeug wieder. Fast komplett sauber. So, eine Stunde hat es nochmal gedauert. Naja, dann können wir aber gleich ausstechen dann. Jetzt machen wir es aber auch fertig. Komm, jetzt sind wir schon so weit. Guten Morgen. Oh, na, eine Dusche am Morgen gefällig. Jetzt sind sie wach. So. Aber auf jeden Fall sehr geile Idee, dass man das hier, dass man die Fahrzeuge hier auch so reinigen kann, dass sie halt dreckig werden und dann man auch wieder hier die Fahrzeuge halt reinigen kann. So, hier ist der Hochdruckreiniger, kannst gleich dein Fahrzeug putzen. Und wir stechen jetzt aus. 1,5 Stunden Überstunden. Und die Schicht ist hiermit
zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wo wir dann mit dem Einsatzleitwagen, Einsatzleitfahrzeug Florian 1 unterwegs sein werden. Das war's von diesem Teil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Haut rein. Euer Line Gamer 1. Ciao.